Herzlich willkommen zu Rallentando vom Dienstag, 21. April 2020. Um die Liebe geht's, um die Großmacht der Liebe. Im ersten Korintherbrief, in dem es immer wieder um die Liebe geht, Sie erinnern sich vielleicht, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die Größe unter ihnen ist die Liebe. Ein Kernsatz des Neuen Testamentes. Es steht im 13. Kapitel. Im 16., im 14. Vers heißt es, alles bei euch geschehe in Liebe. Diesem Satz möchte ich nachgehen, zusammen mit Alex Wilson, ein Erlenbacher, der in der ganzen Welt bekannt ist als Jazzpianist, als Latino-Pianist. Und ich freue mich, mit ihm für Sie heute Rallentando präsentieren zu können. In den Unterlagen meines Vaters habe ich nach seinem Tod in seiner Bibel eine Karte gefunden, auf der er einen Text geschrieben hat zu 1. Korinther 16, 14, alles bei euch geschehe in Liebe. Auf dieser Karte ist auf ganz engem Raum viel Gutes über die Liebe zu lesen. Hören Sie. Es gibt nur eine Großmacht auf Erden, das ist die Liebe. Pflicht ohne Liebe macht kleinkariert. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kalt. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Alles geschehe in Liebe. Einen Satz möchte ich herausnehmen, Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Nicht nur die Angehörigen anderer Religionen, an deren Fanatismus wir uns am Fernsehen gruselnd genüsslich aufrichten und sagen, Gott sei Dank sind wir nicht wie die. Glauben ohne Liebe engt den Horizont, verhärtet das Herz. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Es gibt fanatische Protestanten, es gibt fanatisch
fundamentalistische Katholiken, es gibt fanatisch-fundamentalistische Muslime, fanatisch-fundamentalistische Buddhisten und fanatisch-fundamentalistische Juden. Sie werden unschwer in ihrem Umfeld Beispiele finden. Ein Fanatiker, eigentlich ein Fan. Was macht einen Fan aus? GC, aber nie FCZ. HCD, aber nie ZSC. Muslim, aber nie Christ. Protestant, aber nie Katholik. Ein Fan, einer, der von einer Sache überzeugt, Feuer und Flamme ist, aber oft eines verliert, die Liebe zu den Menschen. Und deshalb kippt das Gute, das er eigentlich will, um und zerstört, verletzt, anstatt zu überzeugen. Fanatiker hinterlassen in Kreuzzügen gegen das Böse, in Religionskriegen, auf Scheiterhaufen und in Erziehungslagern Blut- und Brandgeruch. Interessant, dass Paulus die Liebe zu oberst stellt. Erinnern Sie sich? Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, am größten unter ihnen ist die Liebe, steht im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Paulus selbst war Fanatiker. Er war als Saulus beteiligt an der Verfolgung der Christen. Nach seiner Umkehr, seiner Metanoia, missionierte er für Christus und sagt, Hoffnung und Glaube, alles wichtig, aber das Größte ist die Liebe. Denn nur auf dem Boden der Liebe kann ich überzeugend erzählen von der Weisheit, der Achtsamkeit, der Zärtlichkeit, der bewegenden Liebe, die seit 2000 Jahren Menschen berührt, tröstet, hoffnungsvoll in Bewegung setzt. Der Glaube löst sich dabei nicht in ein Eierpopeia auf und nicht Friede, Freude, Eierkuchen oder schönmalerische Gefühlsduselei. Es spielt eine Rolle, in welcher Tradition dass ich stehe. Wir glauben doch alle das Gleiche. Spielt doch keine Rolle, an welchen Gott man glaubt, ob man Katholiken, Reformierte oder Muslim oder sonst irgendetwas sind. Ist das Toleranz? Nein, das ist Ignoranz. Ausdruck von zu wenig gründlichem Denken. Ausdruck von zu wenig gründlichem Zusammensitzen. Von fehlender Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition, mit den eigenen Wurzeln und den fremden Wurzeln. Ausdruck davon, dass Mann oder Frau sich nur an der Oberfläche mit der eigenen und den anderen Traditionen auseinandergesetzt hat. Denn selbstverständlich spielt es eine eminente Rolle, in welcher Tradition ich aufgewachsen bin. Genauso wie es eine Rolle spielt, in welcher Sprache ich erzogen bin. Erlauben Sie mir diesen Vergleich zwischen Sprache und Religion. Religionen sind wie Sprache, Konfessionen wie Dialekte. Alles sind Möglichkeiten, uns selbst auszudrücken. Die Welt zu deuten, eine Haltung zu finden. Wir können miteinander kommunizieren in Sprachen und Religionen. Wir können unser Denken und Fühlen teilen, ausdrücken in Ritualen. Bei den Sprachen, ist Englisch richtiger als Deutsch? Oder Deutsch richtiger als Romanisch? Ist der Protestantismus richtiger als der Katholizismus? Oder gar richtiger als der Sufismus? Oder als das Judentum? Oder als eine buddhistische Tradition?
Sie sehen, die Wertung zwischen den Religionen ist gleich wie die Wertung zwischen den Sprachen. Es ist eigentlich nicht möglich. Und stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle nur noch Englisch reden würden. Welcher Verlust an Vielfalt, welcher Verlust an Ausdrucksmöglichkeiten, welcher Verlust an den verschiedenen Färbungen der Sprache. Im alles Gleichmachen verliert sich die Vielfalt, der Reichtum der Sichtweisen, der Reichtum der Deutungsmöglichkeiten und der Reichtum der Rituale würde dahin gehen. Und bei genauem Hinsehen, das Menschenbild des von Zwingli geprägten Protestantismus stellt die Freiheit des Einzelnen absolut ins Zentrum. Ein grundsätzliches Ja von Gott geht Ihnen und mir voraus. In der Folge bin ich alleine Gott und keiner Institution verantwortlich. Dieses libertäre Menschenbild, in dem zuerst die Liebe Gottes mir a priori zugesprochen ist, und aus diesem Zuspruch dieser Liebe der Anspruch erwächst, dass ich als freier Christenmensch die Verantwortung für mein Denken, für mein Glauben und für mein Handeln übernehme. Dieses reformierte Menschenbild unterscheidet sich zum Beispiel tiefgreifend von der katholischen Tradition, in der die Institution zuerst Ansprüche stellt, aus deren Erfüllung mir dann der Zuspruch gewährt wird. Denken Sie an die Beichte, an die Dogmen. Dem katholischen Menschenbild liegt eine Gehorsamskultur zugrunde, im Gegensatz zur Freiheitskultur des protestantischen Menschenbildes. Dieses auf Zwinglis Gedanken basierende Menschenbild unterscheidet sich auch fundamental vom Menschenbild der Sunniten, der Schiiten, der Buddhisten und der Juden. Viele und verschiedene Deutungen des Seins. Ja, mit dem Menschenbild gebe ich eine Deutung von mir selbst in meiner Welt. Mit den Religionen, mit dem Glauben ist es wie mit der Liebe. Je genauer ich beginne hinzuschauen, je näher ich einem Menschen, je näher ich auch einer Religion komme, desto gründlicher werden die Kenntnisse. Der Glaube verlangt handfeste Auseinandersetzung mit meinen Realitäten, keine Flucht ins Jenseits, auch keinen Schutz vor irgendwelchen Dogmen. Hier geblieben, in der ganz eigenen Realität, frei denkend, glaubend, handelnd. Pflegen wir unsere Unterschiede in der Haltung, in den Deutungen unseres Selbst und unseres Weltbezuges. Aber alles bei euch geschehe in Liebe, das heißt konkret die Auseinandersetzung, die wir zu führen haben, über Werthaltungen, über Haltungen überhaupt, sollen so geführt werden, nicht, dass ich primär Recht behalte, sondern dass aus meiner selbstverantworteten Haltung heraus, dass ich daraus argumentiere und dabei aber im Modus des Respekts, im Modus der Liebe bleibe. Denn wer glaubt, ohne zu lieben, ist nie im Recht. Verdichtet und zugespitzt hat das Augustin in seiner Maxime: Liebe und tue, was du willst. Liebe und tue, was du willst. Das wünsche ich uns als Grundmelodie heute und als Grundhaltung unseres Zusammenlebens. Möge diese Liebesmelodie auch aus den Fürbitten klingen, zu denen ich Sie jetzt einlade. Gottes Lebens, Jahre voller Geschichten und Schicksale, voller Hoffnungen, voller Liebe und Leiden, voller Leben liegen hinter uns. Jahre, Jahrzehnte der persönlichen Prägung, die uns nicht loslässt, ihren Begegnungen und Gesprächen, ihren Momenten und Ewigkeiten, ihren Menschen und Ereignissen. Wir haben viel gelebt und erlebt. Alles legen wir in deine Hände, Gott, dass du es segnen mögest und wir offen für das Kommende, verbunden mit dem Vergangenen, ganz im Hier und Jetzt sein können.
Wir bitten, lass dein Geist lebendig sein, dass wir unseren Weg gehen mit Fantasie und Mut, mit Kreativität und Ausdauer, mit Liebe. In der Stille bringen wir unsere Anliegen vor dich, Gott. All unsere Bitten legen wir hinein in das Gebet, das uns über alle Zeiten und über alle Grenzen hinweg miteinander verbindet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.